Hey Bros, ich bin Jack Daniel. Weiter geht's mit The Last Lock und wissen zu lehnen. Möchte Männer schreien wie kleine Mädchen. Jawohl. So, und? So, Kopf wieder drauf, dann höre ich die alte noch eine besser, wie sie kommt. So, wir sind beim letzten Mal hier reingekommen. Ich habe nicht mal gecheckt, wie man das Ganze hier macht mit den Codes. Ja, endlich habe ich es mal gecheckt. Ich war nämlich ein bisschen behindert im Kopf. So wie immer. Ich bin eigentlich immer voll behindert im Kopf, wenn ich sowas spiele. Und die haben auch schon mal auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Build problems with your fingers. Your joints are killing you. Ask for Dr. Traga, your competent partner for hand surgery. Oh, okay, das ist also so ein Handoperationsmensch. Müsste ich auch mal machen, denn meine Hände sind schon ziemlich ein bisschen abgenützt, wenn ich diese Bewegung hier so ein bisschen mache. Ne? So, das. Weil mit rechts geht's nicht so gut, mit links geht's besser. Ja? Mit links seht ihr, geht das besser. Mit rechts tut es aber so ein bisschen weh, ist ein bisschen steif geworden. Ja, keine Ahnung warum. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Bei dieser Bewegung. Ich weiß es nicht. Irgendwas. Oh, die kommt jetzt hier hin, oder? Ja, hier ist ein Spind, also du kannst für mich gerne kommen, dann kann ich mich da verstecken. Ja, da kommt die Killer noch, wenn ich den hier mache, ne? Dann kommst du, ne? Du. Mach gleich den hier in die Fräse, du. Du Sau. Würde ich in Wirklichkeit auch machen. Oh. Mein Non-Schlagen, warum nicht? Was ist das? Neuropsychology. Neuropsychologie. Du bräuchst jetzt, glaube ich, auch einen guten Psychiater da hinten am Ende des anderen Raumes. Meine Fresse. Was gibt's denn hier zum Lesen? Ich möchte mit Ihnen. Was? Ich möchte mit Ihnen meine Gedanken über das Verschwinden von Janice Morgan teilen. Denn es gibt da vielleicht einige Sachen, die Sie nicht wissen. Janice hat sich mit der Buchhalterin Isabelle gestritten. Jeder hat es gehört und Janice hat hinterher geheult. Keine Ahnung, worüber sie sich gezankt haben, aber es klang echt ernst. Ein paar Tage danach war Janice verschwunden und Isabelle bat um die Versetzung zu Crystal Lake Station. Zufall? Nicht wirklich Zufall. Oh, ist jetzt einfach weg, die Alte, oder? Blöd, da habe ich jetzt was gelesen und habe nicht geguckt, wo die ist. Nicht, dass sie auf einmal irgendwie hier vor der Tür steht oder so. Aber ich habe hier Spinze, also ich kann mich da wahrscheinlich schnell verstecken. Ich weiß aber nicht, ob die mich irgendwie rausholen kann oder so. Gut. Oh, da haben wir noch was am Boden liegen. Könnt ihr das bitte lesen? Die Titten sind ein bisschen im Weg, ne? Ist ja ganz klar. So, lesen wir das mal. Tell me after my head is chopped off. Will I still be able to hear, at least for a moment, the sound of my own blood gushing from the stump of my neck? Das ist ja mal nett. Sag mal, nachdem mein Kopf abgeschnitten worden ist, werde ich dann noch irgendwie hören, wie das Blut aus meinem, hier, aus meinem Stumpfen, also hier der Stumpf, wenn man so abschneidet, dann macht man den Schnitt, weißt du? Und dann kommt da Blut raus, ob sie das dann noch hören kann, in ein paar Momente. Das kann ich nicht beantworten. Also ich glaube, das kann dir keiner beantworten, ehrlich gesagt. Hat noch keiner überlebt. Um dir das sagen zu können. So, was haben wir denn hier? Paint your feelings. Okay, das ist interessant. Also paint your feelings, das heißt hier, male your shine it. Die Scheite wird mal wehzocken und das schlägt mich hier wieder. Eine Fresse. Hier. Point your feelings, also paint your feelings. Das heißt hier, bemale deine Gefühle. Und das sind ganz, 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 ganz viele Augen. Und hier so eine kleine Figur. Das heißt, sie fühlt sich beobachtet von irgendwas. Okay, so viel ist schon mal klar. Hier haben wir noch irgendwelche Employee Satisfaction Sampling. Okay. Was haben wir hier noch da? Aha, paint your feelings, also auch irgendwie alle Menschen hier draußen, die da irgendwie rumlaufen und sie so in der Box, also so ein bisschen isoliert anscheinend, so irgendwie so, keine Ahnung. So könnte das eigentlich rüberkommen. Was ist das? Könnt ihr das auch mal bitte lesen, also beziehungsweise anschauen? Aha, okay. Wie fühlt sich da irgendwie, keine Ahnung, schwarzes Gesicht, Augen, die einen anschauen und auch in einer Box, also es fühlt sich isoliert und beobachtet, würde ich mal behaupten. Dass das bedeutet. Aber warte mal, wofür bin ich denn jetzt hier eigentlich hineingekommen? Jetzt mal ganz ehrlich, wofür? Ich habe hier irgendwie nicht irgendwie wirklich was mitgenommen oder so. Nur halt hier gelesen, dass halt hier es eventuell Mord sein könnte. Dass sie da verschwunden ist hier. Die. Wie heißt denn die? Warte, ich kann durch den Tisch laufen. Ja, why not? Ich kann einfach durch den Tisch laufen. Ist ja kein Ding. Das mache ich täglich. Ich laufe durch Gegenstände. Ich laufe einfach durch Wände. Why not? Ich meine, das ist ja ganz normal hier heutzutage, dass man einfach hier irgendwie dagegen durch Tische läuft. Das ist super. Auch durch Stühle? Ne, durch Stühle kann ich nicht laufen. Okay, das geht also nicht. Moment. So, guck mal. Amazing. Okay.
Gut, diese Woman haben wir nicht gesehen. Gut, ich glaube, hier ist irgendwie nichts. Oh, da habe ich was gefunden. Ein neuer Gegenstand. Was ist das? Mentos. Cool. Ich habe Mentos gefunden. Was kann ich jetzt mit Mentos machen? Aber hier ist Mentos gewesen. Okay, ich denke mal, Mentos werde ich dann für irgendwas brauchen. Okay, ich dachte, da unten stand schon wieder diese Ding da, aber das stand da nicht. Gut. Mentos könnte ich doch mit Cola triggern, ne? Das weiß ich ja. Mentos Cola gibt eine lente Explosion. Aber ich glaube, das ist nicht das, was ich hier tun muss. Da haben wir noch was zum Sinken mitgenommen. Sehr schön. Diesmal nimmt sie es mit, weißt du? Eine Dose nimmt sie mit, aber eine zweite Dose kann sie nicht mitnehmen. Da sagt sie, oh, das ist Verschwendung. Okay, immerhin weiß ich jetzt, wie ich in die ganzen Räume reinkomme. Wollen wir mal schauen, dass wir jetzt zum anderen Raum kommen. Jetzt kommen wir wieder hier zum etwas creepigeren Part, das ich überhaupt nicht mag. Und zwar diese Gänge hier. Ich hasse diese Gänge. Diese Gänge hier, die fucken mich echt ein bisschen ab. Das ist so creepy, das Ganze. Und die Ecken und alles, also... Oh, die war da drin schnell vorbei. Oh, scheiße! Nein, 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 du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht, Alter. Du kriegst mich nicht. Scheiße, wenn du mich jetzt nämlich wieder kriegst, dann muss ich hier wieder die ganzen Codes eingeben und hier überall hinlaufen. Ja, genau, ich barrikadiere mich selbst da hinten, oder was? Okay, aufpassen. Aufpassen, wenn die hier kommen sollte... Oh. Ist das ein Schreier oder so eine kleine Säge, die sie anmacht? Keine Ahnung, hört sich ziemlich gleich an. Mit der Säge. Vielleicht will sie irgendwie irgendwas zersägen. So, kleine Kinderleichen. Aber ich bin keine Kinderleiche. Ich bin eine Frau mit Titten. Oh, scheiße. Vielleicht will sie auch meine Titten haben. Vielleicht will sie sich die Titten um den Hals hängen oder so. So einmal links abschneiden, rechts abschneiden und so eine Kette dazwischen und einfach so als Deko irgendwie so tragen oder so. Vielleicht ist sie irgendwie so ganz in bei Nonnen. Bei Killernonnen, die ihren Verstand verloren haben. Besser gesagt. Ich meine, so Titten als Schmuck tragen wäre schon cool. Dazu hier. Okay, wenigstens weiß ich, wo ich fliehen kann. Und zwar hier dann so hinein und dann dahin spinnt. Wenn der jetzt hier irgendwo um die Ecke wieder sein sollte. Okay, da ist er nicht. Der hat die Tür angetreten, die Schlampe. Okay. Ich glaube, die rennt da. Halt die Schnauze, Alter, rennt doch nicht vorbei und laber, I'm thirsty. Trink schnell. Die Folge verfolgt mich heute einfach, bleibt sie so stehen und kann nicht mehr laufen. Halb thirsty. Ja, wenn du deswegen irgendwie getötet wirst, weil du thirsty bist und nicht abhauen kannst von der Killernonne, dann Respekt. Weil ich glaube, Durst hat noch keinen dran, Gehirn zu laufen. Außer man ist schon irgendwie so komplett am Verdursten. Ne? So ganz komplett. Dann schon. So, warte mal, jetzt habe ich den Code, glaube ich, wieder vergessen. 1823, glaube ich, war das, ne? Also, Hashtag. 1, 8, 2, 3. Und Sesam, öffne dich. Cool. Passt. Dann kann man hier jetzt auch noch sich irgendwas anschauen. Yay, Strohhalm. Ja, das ist das, was ich brauche, um das Essig darüber zu kriegen. Alles klar. Gut, das ist der Gegenstand, den wir gesucht haben. Hier werden wohl irgendwelche Headphones verkauft. Da steht einfach Justice drauf. Das weiß ich nicht, warum das ist. Isabelle Solaris, hier. Aha, okay, Sisters. Keine Ahnung, was das gerade ist. I don't know. Hier kann man auf jeden Fall noch irgendwas lesen. Sollte ich auch. Geschätzte Kollegen, ich bin besorgt. Wir haben eine Energiequelle jenseits aller menschlichen Vorstellungskraft entdeckt. Und alles, was wir daraus machen, sind technische Spielzeuge für reiche Kinder. Als Wissenschaftler, jo, sollten wir unsere Ergebnisse der ganzen Welt zugänglich machen. Ich verstehe die Notwendigkeit der Refinanzierung, aber wir sollten doch wenigstens einen Teil des Gewinnes spenden. Zum Beispiel für den Umweltschutz. Krüger ist überhaupt nicht glücklich über unsere neue Abteilung für Unterhaltung, aber seine Beschwerde bringt mich auf eine Idee. Gelder für eine Umweltschutzorganisation zu spenden, wäre markentechnisch ein mächtiges Werkzeug. Ja, das stimmt, allerdings. Was sind also irgendwelche neuen Kopfhörer? Xenoware, Final Design, irgendwelche Kopf, hier, kabellos, ne? Put the solar cell to side. Oh, ein solarbetriebenes Headset. Das ist ja mal cool. Und auch verschiedene Farben und so und alles, ne? High Class Weather for Veggie Generation. A lot of color options. Okay, das ist nicht schlecht, wenn man hier so sowas macht. Aber es war aber echt krass, wenn man irgendwie
solche Kopfhörer wirklich hätte, die so irgendwie kabellos sind, ne? Die du irgendwie, keine Ahnung, mit deinem Gerät irgendwie an, hier, verbinden kannst, das gibt's ja schon, ne? Und dann aber auch noch irgendwie mit Solarzellen. Dass wenn du irgendwie, keine Ahnung, draußen rumrennst und spazierst, das aufgeladen wird die ganze Zeit. Würde ich echt cool finden. So, Moment, wir haben jetzt also einen Strohhalm gefunden. Das heißt, jetzt muss ich, das glitscht alles so ein bisschen hier. Okay, jetzt muss ich wieder da zurück und den Strohhalm mit Essig und die Wischstunde dann hinter diesen Gitter da bringen. Und dann kann ich da durch. Wo war das jetzt nochmal? Nicht, dass ich jetzt so weit laufe. Das war, glaube ich, nicht hier, oder? Da. Wo war das? Ja, das war hier durch. Okay. Dann glaube ich. War das? Nee, da bin ich jetzt zu weit. Also bin ich zu weit. Ich weiß, man kann hier auch Shortcuts benutzen und so. Aber die anderen Wege finde ich noch creepiger, ehrlich gesagt. Man weiß dann nicht genau, wo ich rauskomme. Hier kenne ich mich aus, hier bleibe ich. So. Hier kenne ich mich aus. Oh nee, oder? Weißt du, die steht auch immer genau da, wo ich hin muss. Das kann doch nicht sein. Ich weiß, ich brauche was zum Trinken und ich habe nichts zum Trinken. Das ist jetzt ein bisschen... Ja, Wodka. Komm, trink Wodka. Benutze Wodka. Das ist blöd. Ich glaube, ich kann da nicht weglaufen. Und jetzt habe ich echt absolut keinen Bock, irgendwie, dass sie mich erwischt und dass ich alles neu machen muss. Habe ich diese Tür für... Kann ich versuchen zu öffnen? Okay. Gibt es hier nicht irgendwas zum Trinken? Müsste doch gar nicht in jedem Raum was zum Trinken geben. Ich meine, hier sind doch Flaschen. Meine Fresse. Weil jetzt kann ich halt nicht sprinten. Also wenn die mich jetzt sehen sollte, bin ich tot. Aber gut, wenn sie mal an mir vorbeigelaufen ist. Oh, der ist da vorne direkt irgendwo. Scheiße. Du wirst mich nicht finden, Killer Nonne. Nee, nee. Okay, jetzt rennt sie direkt drüber, glaube ich. Tschüss. Erpisch dich, Alter. Frage ist jetzt, ist sie da links um die Ecke oder nicht? Oh, scheiße. Doch, ist sie. Rückzug! Scheiße. Okay. Aber dort, wo ich hin muss, in der Küche ist ohnehin was zum Trinken. Dann kann ich ja trinken. Okay, komm, sie geht. Verpiss dich. Verpiss dich. Erstmal warten, bis sie um die Ecke ist oder so, weil ich traue mich da, sich hinzugehen. Vor allem dreht sie sich um oder so und dann sieht sie mich. Und dann bin ich im Arsch, weil ich nicht weglaufen kann. Okay, komm. Komm. Ja, jetzt ist sie um die Ecke. Gut, jetzt kann ich gehen. Ja, ich kann ja auch nur gehen. Was echt scheiße ist. Aber zum Glück ist das eh nicht weit. Aber wenn man hier rumrennt, wenn er dann... Oh. Ja, das war das da draußen wieder. Okay. So, hinein hier. Zumachen die Scheiße. Ah, und dann läutet das auch noch so krass. Okay, ja. Ohne Scheiße, ich habe noch nie irgendwie einen Menschen gesehen, der nicht laufen kann, weil er nicht genug getrunken hat. Okay, so, dann benutzen. Hier, ja, es klappt. Und dann das benutzen. So. Wunderbar, und dann geht es auf. Sehr schön, ich bin echt MacGyver. Super, endlich mal in diesen Raum, wo wir schon die ganze Zeit rein wollen. Das ist ein wunderschönes kleines Kinderzimmer. Hm, das ist ja mal nett. Da haben wir auch eine schöne kleine Zeichnung. Nice. Es hat wohl irgend so eine kleine blöde Schlampe gezeichnet. Wunderbar. Schön. Super. Was ist das? Next. Oh. Das ist nicht gut. Da hat sie... Ist das ein Schwanz in der Mitte? Keine Ahnung. Aber da hat sie auf jeden Fall irgendwie gezeichnet, dass irgendjemand als nächstes wohl sterben wird. Was ist das? Das ist ein cooles Bild. Okay. Vielleicht finden wir hier jetzt irgendwas, das mir helfen kann. Haben wir hier irgendwas? Irgendwelche Bücher. Warum kann ich mir diese Bücher denn anschauen? Animals? Ist es Animals? Doch, Animals müsste das sein, oder? Okay. Gut. Irgendwas müsste doch aber hier dann sein, das mich doch weiterbringt, oder? Ja, müsste doch. Sehr geehrte Frau Winterburn, bitte schicken Sie das verbleibende Eigentum von Catherine zum Bayona Kinderheim. Danke im Voraus. L. Seenpass, ich habe Ihr Feuerzeug gefunden. Aha. Gut, jetzt habe ich ein Feuerzeug.
Wow. Und jetzt? Warum habe ich jetzt ein Feuerzeug? Weshalb? Wofür? Wodka, Feuerzeug? Oh, da könnte ich bestimmt irgendwas anzünden oder so, ne? Hm. Gut. Kann ich die Tür jetzt öffnen? Ja. Okay, aber... Jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ich habe jetzt einfach ein Feuerzeug gefunden da in diesem Raum. Das heißt, ich muss irgendwas anzünden. Ich meine, das ist doch eine logische Schlussfolgerung. Ja, hier kann man ja nicht, ne? Ja, ja. Oh, scheiße. Oh, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Cola. Wie sagt Soda, obwohl das ist Cola. Okay, die rennt hier da irgendwo da rechts, glaube ich, jetzt rum. Wenn ich jetzt hier irgendwie die Tür aufmache und die findet mich hier, ich kann mich nicht verstecken. Auch sonst nirgends hinlaufen oder so, das wäre ein bisschen blöd. Das wäre nicht so toll. Also warten, bis wir das Glockeln nicht mehr hören. Ist das Deutsch? Glockeln? Ist es aufhört zu glocken? Okay, auf jeden Fall. Hat das mal aufgehört. Gut. Tja, jetzt heißt es. Schauen, wie es weitergeht. Ich würde spontan denken, dass man das hier irgendwie vielleicht anzündet oder so, den Baum. Ne? So spontan. Aber nö, ich habe Wodka, ich habe ein Feuer, ich habe Mentos. Ja. Und jetzt? Was mache ich denn damit? Geht das hier weiter? War ich hier noch nicht? Irgendwo ist die schon wieder. Weißt du, die macht es einen verdammt schwer. Ah, okay, da bin ich jetzt da. Go away, okay. Sam, no chance. I should try the other side of the hallway. Hey, warte mal, da bin ich ja jetzt hier wieder komplett darüber gelaufen. Okay. Gut, 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 gut. The smell was nearly unbearable. Don't run. Okay, ich sollte also nicht wirklich laufen, aber ich laufe eigentlich die ganze Zeit, ne? Lipstick, just girly stuff. Nothing useful. Aber nicht zu laufen, das... Wäre auch langweilig, wenn ich hier die ganze Zeit nur durch die Gegend laufen würde. Das würde ja 10 Jahre dauern, bis ich irgendwie durchkomme. Okay. Da kann man ja auch nichts wirklich tun. Da war ich ja hier schon mal da und da habe ich hier das schon mal benutzt. Ne? Da kann ich jetzt hier nicht wirklich irgendwas machen noch. Da kann man irgendwie nichts changen oder so. Sorry, Kathy, da war ich ja auch schon weiter. Da war ich auch schon. Muss man, glaube ich, nichts mehr tun. Okay. Habe ich denn nicht noch irgendwelche... Türen? Ja, doch, warte mal, hier. Ah, hier kann man auch was zum Trinken noch mitnehmen, sollten wir auch. Naja, ich trinke auch jetzt schon wieder durstig. Ja, ich laufe auch viel. Ich laufe auch ein bisschen, glaube ich, zu viel. Da steht ja irgendwas. Aha. Okay, habe ich eh schon gelesen, glaube ich. Gut, ich muss eigentlich hier den Schlüssel finden. Der ist hier irgendwo in diesem Zimmer. 3881. Okay, warte mal, aber irgendwo war doch noch was, weil ich irgendwie, glaube ich, rein konnte. Oh, scheiße. Oh, oh, oh. 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 Fuck me. Alter, ist die auf einmal einfach hinter mir. Das kann doch nicht sein. Wo kommst denn du her? Meine Fresse. Oh. Du heilige Scheiße, jetzt sind doch die ganzen Gegenstände wieder weg. Meine Fresse, ey. Ja, ja. Jetzt sind doch die ganzen Sachen wieder weg, weißt du? Das nervt. Wie kann das scheiß Ding auf einmal hinter mir auftauchen? Super, jetzt weiß ich wieder nicht, was ich tun muss. Oder wo ich hin muss.
Aber sag nicht, dass ich jetzt hier nochmal diese Tür öffnen muss oder so. Doch. Doch. Nee, oder? Dann muss man das alles neu machen. Ah, nee, muss man nicht alles neu machen. Okay, man kann hier das schon aufmachen. Aber man muss halt dann trotzdem hier nochmal hinein und sich das Feuer krallen. Das muss man. Okay. Gut, immerhin. Aber ich weiß halt nicht, was man mit dem Feuer machen kann. Okay. Die Bücher kann ich auf jeden Fall mal nicht anzünden. Was haben wir da eigentlich? Valium. Okay. Was passiert, wenn ich Valium anzünde? Komm. So. Geht natürlich nicht. Oh, warte mal, warte mal, warte, warte, warte. Ich gehe mal lieber in den Schacht. Aber was soll ich denn bitte anzünden? Verstehe ich nicht. Wofür habe ich Feuer gefunden? Ein Wort habe ich auch. Irgendwas kann man anzünden, aber was? Das will ich jetzt noch rausfinden in diesem Part. Egal, mache ich ja länger. Ich will das jetzt aber rausfinden. Hier rennt die wieder irgendwo rum, die blöde Schlampe. Das scheiß Teil nervt. Habe ich auch schon gelesen, das. Okay, warte mal. Also irgendwie war ich ja auch schon in diesen ganzen Räumen drin, wo man so einen Code eingeben konnte, ne? Da war ich ja schon überall drin. Aber irgendwo bei Room, irgendwas, jetzt habe ich wieder vergessen, 3-8, irgendwas, keine Ahnung, gibt es ja anscheinend einen Schlüssel, um da in eine Tür zu kommen, wo ich auch komische Geräusche gehört habe. Was jetzt aber, keine Ahnung. Vielleicht kann ich hier irgendwas anzünden, schau mal. Vielleicht kann ich hier irgendwo das Feuer benutzen für irgendwas. Mach die Tür zu, Alter, mach die Tür zu. Ich habe keinen Bock, dass sie hier reinkommt. Da kann man hier irgendwas anzünden. Oder irgendwas tun. Aber ich glaube, das Einzige, was irgendwie hier in diesem Raum irgendwie hilfreich war, war, dass ich das Passwort rausgefunden habe. Was? Okay. Gut, das ist hier. Ja, ja, passt schon. Okay. Vielleicht. The drawer is connected to the computer. Kann ich das anzünden? Wer weiß. Okay, das war natürlich sehr dumm, aber das kann man natürlich nicht anzünden. Was sollte ich denn bitte anzünden können? Meine Zigarette habe ich ja hier keine. Warning, high security, do not smoke inside. Oh, okay, das heißt, ich könnte hier irgendwas anzünden, damit hier Rauch kommt. Ah, okay, ich brauche einen Brandbeschleuniger. Alles klar, jetzt habe ich es gecheckt. Man muss auch einfach mal hier diese Schilder da sich anschauen. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Okay, alles klar, Leute. Das heißt, beim nächsten Mal müssen wir ein Feuerchen legen. Wir werden jetzt einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und schreibt in den Kommentaren Hashtag schau immer hinter dir. Ja, du musst immer nach hinten gucken, denn ihr seht ja, die Nonne stand auf einmal hinter mir. Das ist nicht gut. Gut, Leute, danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch gerne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Bock habt, jetzt hier könnt ihr ein Abo da lassen oder auch dann hier die Videos da reinziehen. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.